Und Floppy, kannst du eventuell gleich deinen, wie du gestern sagtest, attraktiven Deckpool zeigen? Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich zeig dir jetzt meinen absolut attraktiven Deckpool und warum ich dieses Game aktuell so feiere, denn wir haben just in diesem Moment auch Liga 5 erreicht. Ich weiß nicht, wie viele Spieler da schon sind. Mal gucken, ob wir gleich Games finden. Wir werden gleich was suchen. Und ich zeige euch jetzt meinen attraktiven Deckpool. Also, meine lieben Herren, meine guten Damen und Herren, passen Sie auf. Meine Top 5 Deckempfehlungen, die zu mir, zu meinem Playstyle gut passen. Also Leute, die sich vielleicht mit meinem Playstyle ungefähr identifizieren können, denen kann die Decks extrem helfen. Die, die sich nicht damit identifizieren, können sie auch helfen. Deswegen aufgepasst. Deck Nummer 1 ist dieses Mortar-Deck. Das wurde jetzt im Keso Cup gespielt von mehreren Spielern auf Top-Niveau. Ist extrem stark. Das ist eine Mortar-Variante, die eher in Richtung Beatdown geht. Oder sagen wir mal so ein bisschen Control-Deck-mäßig. Und nicht so Cycle-Deck-mäßig. Es ist kein Cycle-Deck, sondern ein Tick teurer. Aber gleichzeitig halt mit Doppel-Win-Condition, Mortar Graveyard, ist extrem stark. Kann ich euch empfehlen. Sehr, sehr geil. Sehr attraktiv. Nächstes Deck ist dieses Deck hier. Das ist vielleicht sogar das attraktivste Deck, was ich euch hier anbieten kann. Es gibt zu verkaufen für Code Floppy im Shop. Super easy, super, kein Problem. Kann jeder von euch haben. Und dieses Deck hat kein Tornado, aber Executioner. Ist aber extrem stark, weil der Executioner halt den Phoenix unglaublich countert und jeder Phoenix spielt. Deswegen ist die Karte super geil in dem Deck. Und das Deck ist das, mit dem ich die meisten Games in der letzten Season gewonnen habe. Und auch der Grund, warum ich unter anderem Top 50 kurz vor Ende der Season war. Deck Nummer Next ist das Deck, was ich von Morten habe oder von Moment Light oder wem auch immer. Dieses Deck ist super stark, kann man auch mit Kobold statt Kobold gegen spielen, geht beides. Ist ein sehr geiles Miner Cycle Deck. Wer Miner Cycle gerne spielt, der ist hier perfekt aufgehoben, ist ein extrem geiles Deck, sehr attraktiv. Nächstes Deck ist ein etwas verrückteres Deck. Ist Royal Diet. Wurde approved von Sam, der hat es heute im Kiosk abgespielt. Ist ein sehr geiles Deck. Ist mit Spiegel halt. Also ihr habt halt die ganzen Standardkarten drin und statt Kobolde, die man normalerweise drin haben würde, oder Skelette, hat man ja den Spiegel drin. Liegt halt daran, dass du halt den Phoenix halt spiegeln kannst und der ist komplett broken in der Meta, deswegen auch ein sehr attraktives Deck. Deck Nummer 4. Deckslot Nummer 5 ist der nächste attraktive Deckslot. Das ist das Deck, mit dem Wings extrem hoch gefinisht ist. Dieses Deck wurde in verschiedensten Varianten extrem viel gespielt. Ich denke aber, dass das eine der stärksten ist. Hier hat man halt kein Tornado, aber dafür hast du halt die Zappies, die Skelette, einen schnellen Cycle und gleichzeitig den Bomb Tower als Key Defense Card, die sowieso generell sehr attraktiv aktuell in der Meta ist, weil Bomb Tower wirklich sehr key ist gegen so viele Matchups und gegen so viele Matchups das Game gewinnt. Und ja, auch das wieder ein sehr, sehr attraktives Deck. Dreimal Graveyard, ja, das stimmt, aber es sind verschiedene Decks. Vielleicht kann sich der eine oder andere mit Mortar Graveyard identifizieren, der andere mit Graveyard Cycle und der andere wiederum mit einem selbstkreierten Deck von mir. Wie gesagt, jeder von euch, wie er möchte. Ich mag alle Decks sehr gerne und kann alle sehr empfehlen. Wenn ihr Golem spielen wollt, unbedingt, dann kann ich euch dieses Deck hier empfehlen. Ist das beste Golem-Deck, denke ich, was es im Game aktuell gibt. Ist geil, aber Golem ist für mich aktuell trotzdem zu schwach und deutlich unter den anderen 5, die ich hier gerade gezeigt habe. Dieses Deck hier ist für die Leute, die Lumber Loon Freeze gerne mögen. Es ist auch bekannt als das Roiden-Deck. Keiner mag es, keiner will es sehen, aber es ist im Game und es ist stark. Von daher, die Leute, die Loon Freeze mögen, können auch gerne dieses Deck hier auspacken. Ist auch ein sehr geiles Deck, könnt ihr gerne Screenshot machen, wenn ihr spielen wollt. Wenn nicht, seid ihr bessere Menschen. Dann gibt es noch dieses Deck hier. Ist ein Deck mit Pumpe. Das hat Sam heute gespielt mit Healspirit statt Lock und Banditen statt Kobolden. Der Typ, der damit so hoch im Ladder war, hat aber am Ende geswitcht und hat Kobold und Lock gespielt, weil er dachte, es ist besser. Ich bin mir nicht sicher, entweder spielt er Lock Kobolde oder basiert in Healspirit, beides extrem krass. Ist ein sehr krasses Deck, damit ist Sam auch extrem hoch gefinisht. Kann ich euch empfehlen, ist extrem geil. Sehr attraktiv. Nächster Deckslot haben wir hier noch ein anderes Deck. Das ist eine alternative Braveheart-Variante, die es noch gibt, so mit Spiegel. Keine Ahnung, man hat irgendein Typ gespielt, der hoch war. Habe ich mal kopiert. Spiele ich nicht wirklich, ist aber auch attraktiv. Und das hier hatten wir schon, basically. Also von daher, das sind alle meine Decks. Ja, kann jedem auch nur die meisten Decks davon empfehlen. Sind extrem stark und wir sind in Liga 5 und wollen in Liga 6. Und mal gucken, ob wir jetzt hier Matches finden oder wie lange wir suchen müssen.